durchdringt die Nacht. Wer werde ich einst auferstehen, um Jesus selbst einmal zu sehen? Halleluja, oh, preis den Namen von Gott, dem Herrn, oh, preis den Namen ewiglich, für alle Zeit singen wir. Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal unserer Gemeinde. Wie schön, dass wir so miteinander verbunden sein können. Die Predigt ist eine Fortsetzung der Türgeschichten vom letzten Sonntag. Walter stellt die Frage, wer hat eigentlich den Schlüssel? Im Anschluss möchten wir gerne gemeinsam Abendmahl feiern. Walter und Andrea Regeer haben sich vorbereitet und laden dich zu Hause ein, mit dabei zu sein, damit wir gemeinsam Abendmahl feiern können. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Gottes Segen beim Zuschauen. Heute möchte ich zwei weitere Türgeschichten aus der Bibel mit euch betrachten. Letzte Woche ging es um das Thema, Jesus öffnet Türen. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass Jesus für uns Gottes Tür zum Leben ist. Und außerdem kommen wir durch Jesus an unseren sicheren Zufluchtsort, wo wir in unsicheren Zeiten einfach Ruhe finden. Betont habe ich auch, dass geschlossene Türen für Jesus kein Problem sind. Er durchbricht sie, um Zweiflern den Glauben nahe zu bringen. Heute ist die Türgeschichte überschrieben mit der Frage, wer hat eigentlich den Schlüssel zu den Türen? Natürlich ist jedem von uns klar, dass es Personengruppen gibt, die keinen Türschlüssel haben sollten. Ich denke, wir sind uns einig, dass Gefängnisinsassen auf keinen Fall den Schlüssel zu ihrer Zelle haben sollten. Einige schaffen es zwar trotz allem immer wieder auszubrechen, aber Gefängnisse sind darauf angelegt, dass die Türen geschlossen bleiben, dass die Gefangenen nicht selbstständig hinaus können. Hinter geschlossenen Türen in Gefängnissen zu sitzen, möchte wohl keiner, obwohl es bei den Gefängnissen große Unterschiede gibt. Im Frühjahr 2018 hatte ich die Gelegenheit, in Vilnius in Litauen das KGB-Museum zu besuchen. Das ist untergebracht in einem ehemaligen KGB-Gefängnis. Und bevor der KGB dort war, hat die Gestapo dort ein Gefangenenlager oder ein Gefängnis eingerichtet. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Angst, des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht war wie eine dunkle Wolke auf diesem Ort zu spüren. Es gab winzig kleine Arrestzellen, ohne irgendein Licht. Man konnte kaum sitzen in diesen Zellen. Und wenn man sich vorstellt, dass dort Menschen untergebracht waren, teilweise Wochen, Monate, Jahre, dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was diese Menschen durchgemacht haben. Ganz sicher werden sie sich nach der Freiheit, nach dem Schlüssel für die geschlossene Tür gesehnt haben, um endlich herauszukommen aus diesem Gefängnis. Die erste Tür, die wir heute betrachten, ist eine Tür aus der Apostelgeschichte, dem Neuen Testament. Und wir hören jetzt den Text gelesen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in einen Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf
und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief laut, so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Unglaublich, dass Gefangene trotz unangenehmster und hoffnungsloser Lage im Gefängnis anfangen, Loblieder zu singen. Unglaublich, dass gerade in dieser Nacht, wo Paulus und Silas singen, ein Erdbeben geschieht und dass dieses Erdbeben dazu beiträgt, dass die Türen und Ketten des Gefängnisses sich öffnen. Unglaublich, dass nicht alle Gefangenen augenblicklich abhauen und das Weite suchen. Und unglaublich, dass am Ende der Geschichte der Gefängniswärter die Gefangenen fragt, was er tun soll und nicht umgekehrt. Unglaublich, aber der Reihe nach. Silas sind in einer trostlosen, ungewissen Lage. Gerade erst wurden sie öffentlich gedemütigt, wurden ihnen die Kleider vom Leib gerissen und sie durch die Straßen getrieben, wurden sie geschlagen und dann in das Gefängnis geworfen. Ich habe hier so symbolisch ein Gefängnis aufgebaut. Damals, das war mit Sicherheit viel schrecklicher, vielleicht so wie das in Vilnius. Da saßen sie nun, vermutlich in einem in Fels gehauenen Loch. Es war hart. Kalt, dunkel, die Luft war schlecht, es stank schrecklich. Vielleicht hatte man das Loch ein bisschen mit Stroh ausgepolstert. Ungeziefer gab es überall. Und dazu noch waren die Arme und Beine von Paulus und Silas im Block in so einem groben Holzklotz eingespannt, fixiert. Keine Bewegung war möglich. Eine kaum zu ertragende Körperhaltung. Das getrocknete Blut klebte am geschundenen Körper. Schrecklicher Durst muss sie gequält haben. Und das Stöhnen und Klagen der Mitgefangenen muss an ihr Ohr gedrungen sein. Eine trostlose Geschichte. Ganz sicher nicht der Ort für positive Gefühle, für Lieder. Doch dann beschreibt Lukas, ein Weggefährte von Paulus und Silas, wie auf einmal um Mitternacht die Gefangenen anfangen zu singen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Paulus und Silas stecken in einer aussichtslosen Lage fest, doch sie beten, das kann ich verstehen, sie reden mit Gott, aber außerdem singen sie noch Loblieder. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Unglaublich, sie haben gesungen und ich stelle mir vor, dass es auf einmal im Gefängnis ganz still wurde. Alle hörten den Gesang. Ob sie verstanden, was Paulus und Silas gesungen haben, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, welche Lieder sie gesungen haben. Aber ich stelle mir vor, dass durch die Gebete und den Gesang auf einmal die Atmosphäre in diesem Gefängnis eine ganz andere wurde. Denn Gott war auf einmal gegenwärtig in dieser Gefängnishölle dort in Philippi. Gott ist gegenwärtig. Wie geht es wohl jetzt weiter? Immer wieder lesen wir von Berichten, die schildern, dass Christen gerade in Gefangenschaft anfangen, Lieder zu singen.
keine Schlager oder keine Partylieder, nein, Loblieder, Lieder, die Gott in den Mittelpunkt stellen, die Gott groß machen, die deutlich machen, dass diese Christen nicht alleine in dieser Gefangenschaft sitzen, hinter der verschlossenen Tür, sondern dass Jesus mit ihnen ist, neben ihnen in der Zelle sitzt. Dann, wenn einem das bewusst ist, kann man singen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Und in unserer Geschichte antwortet Gott auf das Gebet und den Gesang mit einem Erdbeben. Die Verwirrung ist perfekt. Zuerst Loblieder und dann bebt auf einmal die Erde. Durch ein Wunder springen die Türen auf und die Ketten lösen sich. Gefangene sind frei. Gott hat übernatürlich eingegriffen. Auf einmal sind alle hellwach, auch der Gefängniswärter. Und er stürmt ins Gefängnis, um zu sehen, was los ist, und denkt, alle Gefangenen sind geflohen. Wenn das so wäre, dann wäre das sein Todesurteil, weil er mit seinem Leben dafür bezahlt, dass die Gefangenen wirklich in Gefangenschaft bleiben. Aber alle Gefangenen sind noch da. Und da erkennt dieser Gefängniswärter auf einmal, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Er kennt, dass hier jemand über ihm steht, der über all den Autoritäten, die er bisher kennt, das Sagen hat. Weiß, dass er so wie er ist vor dieser Autorität, vor diesem Gott nicht bestehen kann. Und die einzige Frage, die ihn jetzt beschäftigt, ist die Frage, wie er vor dem Zorn dieses einen Gottes gerettet werden kann. Und so stellt er Paulus und Silas die Frage, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und die Antwort, die kommt es kaum zu glauben. Da gibt es keine großen Forderungen, keine Aufgaben, die erledigt werden müssen. Glaube an den Herrn Jesus, sagt Paulus, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Jesus kann mich retten? Wenn dieser Jesus das Erdbeben geschickt hat und die Türen und Ketten geöffnet hat, dann kann ich glauben. Und er erlebt, wie dieser Glaube sein Leben völlig verändert. Der Gefängnisaufseher kümmert sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er sich und alle, die mit ihm waren, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wow! Was für eine Wandlung in dieser Geschichte. Zuerst Trostlosigkeit und Schmerzen, doch als Gott die Türen auftut, die Türen des Gefängnisses und die Türen im Herz des Gefängniswärters, gibt es am Ende ein Festmahl voller Freude. Mit solch einem Happy End kann ich gut leben. Wie kann man diese Türgeschichte nur auf uns heute beziehen? Mir ist bewusster, dass in dieser Türgeschichte und auch der nächsten, die ich gleich erzähle, viel mehr drinsteckt, als wie ich heute betrachten werde. Ich möchte nur einen Schwerpunkt hervorheben. Vielleicht fällt dir etwas anderes aus dieser Geschichte auf. Da bitte ich dich, schreib mir und teile mir mit, was Gott dir zu sagen hat durch diesen Text. Was können wir lernen für uns heute? Auch wenn wohl die Mehrheit von uns, die wir heute diese Predigt hören, wahrscheinlich in Freiheit leben, ist uns bewusst, dass es Menschen gibt, auch unter uns, die, obwohl sie in Freiheit leben, doch im gewissen Maße Gefangene sind. Gefangene hinter unsichtbaren Türen, die aber nicht weniger fest verschlossen sind wie damals bei Paulus und Silas. Wenn du auf unserem YouTube-Kanal bist, findest du einen Bericht vom Projekt Schattentöchter, einem Projekt, das sich um Prostituierte in Deutschland kümmert. Menschen, die sich selber verkauft haben oder von anderen wie Sklaven gehalten werden, Gefangene unserer Gesellschaft. Doch die Freier, die solche Personen aufsuchen, sind oft ebenfalls gefangen. Gefangen in Sex oder Pornosucht. Menschen sind gefangen in allerlei Süchten und wären so gerne frei. Ein guter Bekannter von mir war gefangen im Alkohol und er kam nicht frei. Er fand einfach den Schlüssel aus diesem Gefängnis nicht. Vielleicht wollte er ihn aber auch nicht finden. Menschen erleben Familie oder Beziehungen wie ein Gefängnis, wie etwas, was sie einengt, wo sie nicht raus können.
Andere kommen nicht los von okkulten Bindungen, von Satan, der sie gefangen hält. Oder stecken fest im Gefängnis der Verbitterung über das Leben. Die Vergangenheit hat sie fest im Griff. Heute sind aber auch viele gefangen im Streben nach Reichtum. Für die Karriere sind sie bereit, ihre Freiheit aufzugeben und ihre Familie zu opfern. Und wieder andere schließen sich selber ein, weil sie Angst haben vor dem, was draußen ist. Angst haben vor dem, was passieren könnte. Wider aller Erwartung hat Gott die Türen des Gefängnisses von Paulus und Silas geöffnet. Die wirkliche Befreiung erlebte in der Geschichte nicht Paulus und Silas, sondern der Gefängniswärter und seine Familie. Er erlebte, wie Jesus das Gefängnis seiner Angst und seiner Verzweiflung öffnete und ihm Freiheit, Freude und neue Freunde schenkte. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, lesen wir, mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Und weiter am Ende heißt es dann, er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Diese erste Türgeschichte aus dem Gefängnis von Philippi zeigt uns, dass Jesus die Schlüssel zu jeder Art von Schloss, zu jeder Art von Gefängnis in seiner Hand hält. Wenn du frei werden willst von dem, was dich gefangen hält, von dem, was dein Leben schwer macht, dann mach es so wie der Gefängniswärter. Lass dir den Weg zu Jesus, dem Retter, zeigen. Es gibt keinen anderen. Paulus und Silas saßen hinter Gefängnistüren, weil andere Menschen sie hinter diese Türen gebracht haben. Die zweite Türgeschichte, die ich jetzt betrachten möchte, berichtet von Christen, also eigentlich freien Menschen, die freiwillig hinter verschlossenen Türen sitzen, Türen, die nur sie selber öffnen können. Wir hören die Geschichte aus der Offenbarung. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Damals, im ersten Jahrhundert nach Christus, war es eine sehr wohlhabende Stadt. Es gab Banken, Fabriken, Arztschulen, allerlei Luxus. Und in dieser Stadt gab es auch eine christliche Gemeinde. Wenn man so den Text aus der Offenbarung hört, dann bekommt man den Eindruck, dass die Selbst- und die Fremdwahrnehmung über das Gemeindeleben weit auseinanderging. Die Selbstwahrnehmung der Gemeinde wird uns in Vers 17 geschildert. Ich bin reich, lesen wir dort, so die Selbstwahrnehmung, und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Mit anderen Worten, wir haben alles im Griff. Wir brauchen keinerlei Hilfe von außen. Wir schaffen alles alleine. Aber die Fremdwahrnehmung, Gottes Sicht, ist eine völlig andere. Und dabei merkst du nicht, sagt Gott, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Eins ist sicher, sagt Gott,
Du brauchst Hilfe. Und das Schlimmste von allem ist, dass ich, Jesus, schon vor deiner Tür stehe und dir helfen möchte, aber du lässt mich einfach nicht rein. Ich stehe draußen vor deiner Tür. Lass mich herein. Nutze doch die Chance für einen Neuanfang. Tu Buße, scheint Jesus der Gemeinde zuzurufen. Die Sendschreiben in der Offenbarung sind nicht zuerst für uns geschrieben. Wir sind dazu aufgefordert, die Maßstäbe, die hier angezeigt werden, aber auf unser Gemeindeleben, auf uns persönlich zu übertragen. Wer bereit ist zu hören, sagt es am Ende der Botschaft, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Seit 50 Jahren bin ich bewusst mit Jesus und seiner Gemeinde unterwegs. Eins habe ich in dieser Zeit beobachtet. Das, was Jesus über Laodicea sagt, trifft auch auf mich und viele andere Christen zu. Wir haben hier so ein Wohnzimmer stilistisch dargestellt. Wir haben es gut in unserem Wohnzimmer, in unserer Gemeinde eingerichtet. Wir sind zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Eigentlich sind wir ein wenig stolz. Vieles haben wir aus eigener Anstrengung geschafft. Wir haben es uns gut eingerichtet und genießen jetzt das Gemeindeleben, unser eigenes Christsein in vollen Zügen. Aber ist Jesus auch bei uns? Das ist die Frage. Oder steht er wie in Laodicea draußen vor der Tür? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo ich gemerkt habe, dass Jesus bei mir nicht immer im Zentrum steht und dass er oft draußen vor der Tür wartet. Als wir unser Gemeindezentrum ziemlich neu hatten, das Nebengebäude, hatten wir eine Veranstaltung bei uns in der Gemeinde. Und an dem Abend kam eine Frau mit einem Obdachlosen zu uns und sagte mir, ihr habt doch Duschen in eurem Nebengebäude. Lasst doch diesen Mann gerade bei euch duschen. Wie? Der soll bei uns duschen? Das geht doch nicht. Wer macht denn nach dem sauber? Wer kümmert sich denn darum, dass alles wieder in Ordnung ist? Und es ist mir so schwer gefallen, diesen Mann reinzulassen, ihm die Dusche zu zeigen und ihn duschen zu lassen. Und ich merkte auf einmal, das ist mein Zuhause, mein Gemeindehaus. Da kann kein Fremder reinkommen. In unserer Gemeinde, in unserem Zuhause ist oft alles neu und schön eingerichtet. Wir haben viel Arbeit investiert. Und dann steht auf einmal Jesus vor der Tür. Und da haben wir uns ja drauf gefreut und gewartet. Und wir sagen, Jesus, komm doch rein, herzlich willkommen. Aber dann merken wir auf einmal, Jesus hat noch jemand mitgebracht. Und bei dieser Person, da rümpfen wir die Nase. Jesus, das geht doch nicht. Wir haben doch hier unsere Hausordnung. Und danach darf der nicht rein. Sorry. Überhaupt, riechst du nicht, wie diese Person riechst? Weißt du nicht, was der alles in seinem Leben hinter sich hat? Guck doch mal, wie der sich kleidet, wie der spricht. Nein, Jesus, den möchte ich nicht in meinem Haus. Den möchten wir nicht in unserer Gemeinde haben. Schade, sagt dann Jesus, schade. Denn das ist genau die Person, die du brauchst, damit du so werden kannst, wie ich es gedacht habe. Das ist genau die Person, die du brauchst, damit du den Auftrag, den ich dir gegeben habe, auch wirklich umsetzen kannst. Wirklich schade, dass du ihn nicht hier reinlässt. Aber weißt du was? Dann bleibe ich auch draußen, sagt Jesus. Und ich hatte mich schon so auf das Festmahl gefreut. Jesus bleibt draußen und wir bleiben unter uns. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu ist eine faszinierende Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Und sie ist von Jesus so aufgebaut, dass jeder von jedem abhängig ist in der Gemeinde. Ist euch bewusst, wer die ersten Mitglieder der Gemeinde in Philippi waren? Aus unserer ersten Türgeschichte haben wir erfahren, wer das ist. Da ist zum einen die reiche Purpurhändlerin Lydia, eine Frau aus der hohen Gesellschaft und die Frauen aus ihrem Umfeld. Dann ist da ein armes Sklavenmädchen, das Paulus von Dämonen befreit hat. Dazu kommt der grobe Gefängnisaufseher, der die Gefangenen ins Gefängnis presst. Auf jeden Fall sind Griechen dabei und Juden, vielleicht auch Römer. Unterschiedlicher geht es kaum. Und trotzdem haben alle zusammen Gottesdienst gefeiert, haben zusammen gebetet und gesungen. Gelebte Vielfalt, die auf Jesus konzentriert ist, das ist das Kennzeichen. Das ist der Maßstab der Gemeinde Jesu. Dass sie ein Ort ist, wo die Liebe zu Gott und zueinander ganz deutlich wird.
Beschreibt dieses Kennzeichen auch deine Gemeinde, unsere Gemeinde, auch unser Glaubensleben? Wie oft sitzen wir stattdessen hinter geschlossenen Türen, Türen, die wir selber zugemacht haben und sagen, die Tür ist zu, weil mit den Leuten, die draußen vor der Tür stehen, wollen wir nichts zu tun haben. Jesus, die haben doch einen völlig anderen Lebensstil. Wir sind Mittelschicht, die sind obdachlos. Und ich bin ein total nüchterner Typ und da draußen die Menschen sind so gefühlsbetont, heben ständig die Arme und tanzen. Und wir haben doch ganz unterschiedliche Musikgeschmäcker. Und das ist ein Problem. Das weiß ich aus eigener Erfahrung in meiner Familie. Es gab eine Zeit, da hörte der eine Benjamin Blümchen in seinem Zimmer. Der andere war im Keller und hörte Hip-Hop-Musik. Und Susan machte Küchenarbeit in der Küche zu Lobpreismusik. Und wenn es ganz schlimm lief, übte noch jemand Klavier im Wohnzimmer. Dann bin ich am besten spazieren gegangen, weil das nicht auszuhalten war. Aber deswegen hätte ich doch nicht meine Familie verlassen, wegen diesen verschiedenen Musikgeschmäckern, die zeitgebunden sind. Jesus, wir sind so verschieden und wir verstehen die Bibel so anders. Die Taufe, wann lässt man sich taufen? Oder was ist wirklich wichtig? Ist die Gewaltlosigkeit, wie wir Mennoniten das sagen, wirklich wichtig? Jesus, das passt doch einfach nicht zusammen. Wir können nicht zusammen Gottesdienst feiern. Und überhaupt, da ist die Person, die mich so verletzt hat. Wie kannst du erwarten, dass ich die zu mir einlade, mit ihr Gemeinschaft habe? Klar, wenn die sich entschuldigt, dann vielleicht. Oder wir kommen auf die Idee und sagen, wir können niemanden in unsere vier Wände lassen, in unser Zuhause. Wenn die sehen, wie wir wirklich leben, was sagen die denn über uns? Ich möchte mein Gesicht wahren, ich möchte nicht, dass das rauskommt. Oder vielleicht lassen wir die Tür einfach zu, weil wir Angst haben. Angst vor dem, was uns draußen erwartet. Angst vor dem Neuen, vor dem, was wir noch nie getan haben. Und bei all unseren guten Argumenten merken wir nicht, dass wir Jesus auch vor der Tür stehen lassen. Er möchte zu uns hinein. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, essen, Abendmahl feiern, zusammen mit all seinen anderen Kindern. Gemeinde ist darauf angelegt, dass wir Jesus und mit anderen, mit Jesus und mit anderen unterwegs sind. Wir brauchen einander. In den letzten Jahren durfte ich verschiedene Gemeinden in verschiedensten Ländern kennenlernen. Und jede Gemeinde ist ein bisschen anders. Jede lebt ihren Gemeindealltag anders, feiert die Gottesdienste anders. Die einen beten Thai-Style, völlig ungewohnt. Die anderen tanzen. Die einen essen Abendmahl mit Reis und ein bisschen Saft. Aber bei allen Besuchen habe ich gemerkt, dass Gott gegenwärtig war in all der Vielfalt. Gott ist gegenwärtig. Egal, ob du in Thailand bist oder in der Ukraine. Egal, ob in Mexiko oder in Litauen. Gott ist gegenwärtig. Und das merkt man daran, welche Freude die Menschen ausstrahlen und wie sie miteinander in Liebe umgehen und sich helfen. Auch bei uns in den Gemeinden ist in den letzten Jahren vieles passiert. Geschwister aus allen möglichen Nationen haben den Weg in unsere Gemeinde gefunden, sind Glaubensgeschwister geworden. Gemeinsam dürfen wir in der Bibel lesen. Und ich muss gestehen, so viel, wie ich von den Geschwistern gelernt habe, habe ich vorher nicht gelernt. Und gerade beim Feiern vom Abendmahl, gerade in dieser intimen Gemeinschaft, habe ich gemerkt, dass Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Das möchte ich nicht mehr missen. Wenn du hinter verschlossenen Türen sitzt und nicht weißt, wovon ich rede, wenn dir das alles ganz komisch vorkommt, dann verpasst du vielleicht das Beste, was Jesus, was Gott für dich vorgesehen hat in deinem Leben. Jesus steht vor unserer Tür und klopft. Er möchte eintreten und uns zuerst einmal befreien von dem, was uns gefangen hält und uns dann durch die Gemeinschaft mit unseren Schwestern und Brüdern segnen. Jesus sagt zu dir, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe? Merkst du nicht, dass ich anklopfe und hineinkommen will und Gemeinschaft mit dir haben möchte? Du allein hast den Schlüssel zu deiner Tür. Du allein musst sie aufmachen. Ich renne die Tür nicht ein. Aber wenn du sie aufmachst, dann sei gewiss, dass ich hineinkommen werde und mit dir Gemeinschaft haben werde beim Abendmahl.
Jesus möchte Gemeinschaft mit dir haben. Verschließ doch die Tür nicht länger vor ihm. Öffne sie ihm und erlebe, wie er dein Leben völlig neu macht. Amen. Abendmahl, das Mahl des Herrn. Es ist ein Gedächtnismahl zur Erinnerung an Jesu Tod und Auferstehung. Es ist auch ein Verkündigungsmahl. Durch das Mahl verkündigen wir das Evangelium, die gute Nachricht. Denn Jesus hat sein Leben für uns gegeben und durch sein Blut, sein Sterben für unsere Sünden bekommen wir Vergebung und werden gereinigt und geheiligt. Wir werden zu Kindern Gottes. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Durch das Mahl haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus. In dieser Gemeinschaft mit ihm und untereinander wird die Einigkeit der Gläubigen sichtbar. Gemeinsam sind wir mit dem Herrn verbunden. Auch wenn wir zurzeit nicht zusammen in der Gemeinde feiern können, so dürfen wir wissen, in Jesus sind wir miteinander verbunden. Er ist anwesend. Durch den Heiligen Geist wohnt er in jedem Gläubigen. Wo du auch bist, in der Familie, zu zweit oder auch alleine, Jesus ist da und will dich segnen. Jesus hat ein herzliches Verlangen, mit uns, mit dir, dieses Mahl zu feiern. Wir wollen Jesus in den Mittelpunkt stellen und auf ihn schauen. Und was tat Jesus damals, bevor er das Abendmahl einsetzte? In Johannes 3 wird berichtet, Vers 1, Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus erkannte, nun ist die Zeit gekommen, den Weg ans Kreuz zu gehen. Vers 3, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ging freiwillig den Leidensweg für uns. Und dann heißt es im Vers 4, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Unglaublich, in dieser schweren Zeit für ihn dachte er an seine Jünger und diente ihnen. Hier wird seine unglaublich große Liebe deutlich. Anstatt an sich zu denken, zeigt er uns seine Liebe bis ans Ende. Unser Herr und Heiland, der Sohn Gottes, diente seinen Jüngern, indem er ihnen die Füße wusch. Er wusch ihnen den Dreck und den Staub der Straße, der Welt ab. Und er reinigt auch dich und mich von dem Schmutz der Sünde. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir das Abendmahl feiern, wollen wir an ihn denken, ihn anbeten und uns bewusst machen, was er für uns getan hat. Jeder, der an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt, den persönlich als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der um die Vergebung seiner Sünden weiß, kann das Abendmahl feiern. In der Predigt haben wir gehört, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft. Er möchte eintreten und das Abendmahl mit dir feiern. Du hast den Schlüssel, um ihn reinzulassen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben gelassen hast, dann halte das Video an. Sprich ein Gebet, bekenne ihm deine Sünden, bitte ihn um Vergebung und lass leben und lass Jesus in dein Leben. Wenn du aber schon bekehrt bist, aber du hast Jesus ausgesperrt, vielleicht lebst du in gestörten Beziehungen oder du musst Dinge klären, dann bereinige es, tue Buße und bring die Beziehung zu Gott in Ordnung. Und dann komm und halte das Abendmahl. Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, Verse 23 und 24. Paulus schreibt,
Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich bete und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir beten dich an und danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gelassen hast, dass du dich nicht geschont hast, dass du bereit warst, diesen Leidensweg zu gehen für uns und dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Segne du diese Gemeinschaft. Amen. Jesu Leib für dich gegeben. Jesu Leib für dich gegeben. Verse 25 und 26. Desgleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus Christus, du warst bereit, dein Blut zu vergießen, zu sterben, damit wir gereinigt und geheiligt werden. Ich danke dir, dass du uns würdig gemacht hast, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich bitte dich, segne du diese Gemeinschaft. Amen. Jesu Blut für dich vergossen. Jesu Blut für dich vergossen. Danke. Nach dem Passamahl sangen Jesus und die Jünger den Lobgesang. Der Lobgesang, das sind bestimmte Psalmen. Andrea wird jetzt Psalm 117 lesen. Und danach bete ich den Segen. Psalm 117. Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn seine Liebe zu uns ist stark und mächtig und seine Treue hört niemals auf. Halleluja. Herr Jesus Christus, unser Leben ist in deiner Hand. Und dir ist nichts verborgen. Du kennst einen jeden und du kennst alles und du weißt, was in der Welt geschieht. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns die Angst nimmst, dass du uns Freude schenkst. Ich danke dir, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können. Ich danke dir, dass wir im Abendmahl mit dir Gemeinschaft haben können, auch untereinander. Und ich möchte dich jetzt bitten, auch für die kommende Woche, dass du Kraft und Weisheit schenkst, durch den Tag zu gehen, und danke, dass du uns nicht verlässt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
auf der Suche fragst, wo du geblieben bist, ich sehe dich. Wenn die Nacht anbricht, die stillen Fragen, du siehst all die kleinen Pixel, die zeigen wollen, wer du bist. Doch das ganze Bild bleibt dir verborgen und das ängstigt dich. Das war unser Gottesdienst. Wenn du Fragen hast, darfst du uns sehr gerne kontaktieren. Wir werden versuchen, deine Fragen zu beantworten. Damit du kein Video verpasst, abonniere doch einfach diesen Kanal. Natürlich freuen wir uns auch über positive Kommentare. Am nächsten Sonntag wird das nächste Kindergottesdienstvideo hochgeladen. Liebe Kinder, ihr dürft euch darauf schon freuen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video.